Hier ist sie also wieder. Die als Schrottbusse bekannt gewordene Installation des Künstlers Manaf al-Buni, die schon in Dresden für großen Unmut in der Bevölkerung sorgte. Dort empfanden viele Einheimische die Errichtung des als Friedensmahnmal angepriesenen sogenannten Kunstwerkes ausgerechnet vor der Dresdner Frauenkirche als Provokation. Am 10. November platzierte das federführende Maxim Gorki Theater seinen als Monument dargebotenen Schrott wiederum vor einem Nationalsymbol der Deutschen. Vom 10. bis zum 26. November stehen die Schrottbusse nun auf dem Platz des 18. März in Berlin und versperren den Blick auf das Brandenburger Tor. Während die Installation als solche gegebenenfalls noch als Geschmacks- oder Stilfrage abgetan werden konnte, kamen schon im Februar ernste Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Friedensbotschaft auf. Die drei gen Himmel ragenden Schrottbusse orientieren sich an einer in der syrischen Stadt Aleppo errichteten Barrikade, die in der vom Bürgerkrieg schwer gezeichneten Stadt angeblich zum Schutz von Zivilisten errichtet worden sein soll. Ernstzunehmende Hinweise ergaben jedoch ein anderes Bild. Demnach soll die Barrikade, die sich al-Buni zum Vorbild nahm, in Wirklichkeit von der radikal-islamischen Terrorgruppe Ara al-Sham errichtet worden sein. Doch das vorgebliche Friedensmahnmal nimmt die STV zum Anlass für weitere kritische Fragen. Nach dem Sieg der syrischen Armee über die letzte IS-Bastion Al-Bukamal kann die islamische Terrormiliz als besiegt und der syrische Bürgerkrieg als beendet angesehen werden. Was geschieht jetzt mit den Hunderttausenden von jungen Syrern, die dringend zum Wiederaufbau ihrer Heimat benötigt werden, sich aber immer noch als sogenannte Kriegsflüchtlinge in Deutschland aufhalten? Zu dieser Frage und zu den Schrottbussen allgemein holten wir uns ein Meinungsbild von Bürgern am Brandenburger Tor ein. Ja, das war halt moderne Kunst an sich, was sie darstellen sollen, kann ich schon verstehen. Aber ob es nun unbedingt hier vor dem Brandenburger Tor sein muss, das ist nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Es sind aber genauso gut auch nicht nur Gerüchte, sondern auch Fakten aufgetreten, dass diese Busse ursprünglich eine Terrororganisation aufgestellt hat, also genutzt hat. Mit diesem Hintergrund, was sagen Sie dann zu den Bussen? Ja, irgendwie ist es dann angsteinflößend, finde ich. Das wäre natürlich nicht in Ordnung, aber dann frage ich mich, warum das überhaupt dann erlaubt wird, hier hinzustellen. Mhm. Das wäre dann die andere Frage. Ja, da haben Sie wohl recht. Dass viele Syrer hier sind, die jetzt in ihr Heimatland zurückgehen könnten und beim Aufbau helfen würden, das würde ich mir wünschen. Und meinen Sie auch, dass das viele Syrer auch machen werden, die jetzt hier in Deutschland noch einen Aufenthalt genießen? Solange die hier Brot, Geld und Brot und Spiele haben, nicht. Was halten Sie davon, dass junge Syrer vielleicht jetzt in ihr Heimatland zurückgehen sollten, um ihr Land auch wieder aufzubauen? Ja, das finde ich richtig, ja, dass sie zurückgehen sollten. Denken Sie, dass das auch passieren wird? Glaube ich nicht. Äußerst kritisch setzt sich auch die NPD mit diesen Fragen auseinander. Direkt am Ort des Geschehens führten die Nationaldemokraten am 13. November eine Kundgebung unter dem Motto »Euer Schrott ist das Sinnbild für eure Politik« durch. Die STV war für sie vor Ort. Und wenn ich sehe, dass es auch anders geht, wie in beispielsweise Polen, der Tschechei oder Ungarn, wo einfach gesagt wird, wir lassen keine Islamisten, wir lassen keine sogenannten Flüchtlinge nach Polen, nach Ungarn. Und eben dort gibt es auch keine Anschläge von Islamisten. Das ist natürlich kein Zufall. Das ist so, wenn man eben die terrorgefährlichen Leute nicht in sein Land holt. Daher setzen wir uns für eine Politik ein, für die auch Viktor Orban stand und steht. Daher setzen wir uns für eine Politik ein, wie sie auch momentan in Polen und der Tschechei betrieben wird. Eine Politik der Sicherheit, eine Politik des Friedens und eine Politik gegen Islamismus und solche Schandwerke, wie sie hier jetzt vom Brandenburger Tor stehen. Wir wollten genauer wissen, wie die NPD ihre Position begründet. Hören Sie hierzu eine Stellungnahme des stellvertretenden Parteivorsitzenden Ronny Zasok. Die im Hintergrund zu sehenden Busse wurden vor 3 Tagen am Freitag aufgestellt. Mit ihnen soll auf das entsetzliche Leid der syrischen Flüchtlinge aufmerksam gemacht werden. Wenn man aber über dieses Leid spricht, muss man auch zur Kenntnis nehmen, wer der Verursacher, der Hauptverantwortliche für dieses Leid ist. Das war nämlich der Westen, allen voran die USA und die Europäische Union. Die haben nämlich eine systematische Destabilisierung Syriens dazu beigetragen, dass weit mehr als 1 Million Syrer mittlerweile in Europa, in Deutschland gelandet sind und hier vom Sozialstaat durchgefüttert werden müssen. Und deshalb führen wir heute hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin noch eine Kundgebung unter dem Motto: Der Schrott ist das Sinnbild für eure Politik durch
um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Busse nicht nur auf das Leid der syrischen Flüchtlinge aufmerksam machen, sondern auch eine Mahnung sind. Eine Mahnung, die vielfältigen kulturellen, politischen und religiösen Konflikte des nahen Mittleren Ostens nicht durch Massenzuwanderung nach Deutschland und Europa zu importieren. Dem syrischen Volk ist zu wünschen, dass es künftig von den kriegstreiberischen Ränkeschmieden der Globalisten verschont bleibt. Und unseren syrischen Gästen in Deutschland wünschen wir eine gute Heimreise und viel Kraft für den Wiederaufbau ihres Landes.